Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Video von mir. Heute will ich euch einfach mal zeigen, wie man bei Minecraft Pocket Edition Tiere, also Schafe, wie man von Schafen das Fell färben kann. So, also hier haben wir halt eine Welt. Ich habe schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Hier ein paar Schafe reingesetzt. Nur aussuchen, was ihr hier haben wollt. Also es gibt ja halt diese Farbstoffe, die nehmt ihr dann einfach, zum Beispiel das Gelb, geht auf das Schaf, hält gedrückt, dann muss man gedrückt halten und dann hat es die Farbe. Dann können wir das hier auch mal rot, das mal rot machen. Das so. Also man kann auch kleine Schafe benutzen, es ist egal welche Größe. Und man kann sie auch einfach nur schwarz machen. Dafür braucht ihr Inksack. So, dann ist es schwarz. Und man kann sie auch wieder, man kann jetzt auch zum Beispiel ein blaues Schaf orange machen. Also es ist eigentlich völlig egal. Es gibt auch andere Taktiken, aber... Also ich habe das schon mal von so einem anderen YouTuber gesehen, der hat irgendwie einen Nether-Reactor dahin gemacht, dann hat er da drauf geschossen und irgendwie sowas, bla, keine Ahnung. Aber das ist die beste Taktik, wie man Schafe färben kann. Und ja, gibt es eigentlich noch mehr Farben? Bestimmt. Grau können wir die auch machen, glaube ich. Ja, grau natürlich auch. Und man kann sie natürlich auch, So, das machen wir blau. Die können sich natürlich auch paaren und dann hier. Die können sich natürlich auch paaren, da kommt manchmal eine andere Farbe raus, manchmal eine gleiche. Oder testen wir das mal. Oh Scheiße, jetzt habe ich zu viele. Nein. Und blau und rot. Du einmal. Und du. Mal gucken, was dann für ein Tier rauskommt. Welche Farbe? Ja, dann wird es natürlich auch blau. Aber... man kann da halt ganz frei sein. Manchmal kommt auch, ich glaube orange und blau. Dann kommt, glaube ich, lila raus. Ich weiß es nicht. Und du noch einmal, mal gucken. Ja, dann kommt auch, wie heißt jetzt, orange raus. Okay, das wollte ich euch nur mal eben als kleine Info sagen. Und bis bald und bis zum nächsten Mal.